Anleitung zum Häkeln von Babyschuhen. Selbstgehäkelte Babyschuhe sehen toll aus und halten die Füßchen der Kleinen warm. Wir zeigen heute Schritt für Schritt, wie Sie Babyschuhe für die ganz Kleinen häkeln können. Also heute zeigen wir euch, wie wir diesen Babyschuh häkeln. Hierfür braucht ihr eine Häkelnadel in der Stärke 3 bis 3,5 und die passende Wolle dazu. Wir fangen damit an, dass wir eine Luftmasche machen. Und in diese Luftmasche häkeln wir dann 10 Kettenmaschen. Das heißt, wir holen den Faden, ziehen ihn komplett hindurch und machen das jetzt noch 9 weitere Mal. Wenn wir dann die insgesamt 10 Kettenmaschen gemacht haben, fangen wir die nächste Reihe an, indem wir in die zweite Masche einstechen und 7 feste Maschen machen. Das heißt, wir stechen nicht direkt hier ein, sondern in die zweite und machen 7 Maschen. Um am Schluss eine Rundung zu erhalten, stechen wir in die achte, also in die folgende Masche ein und machen 5 feste Maschen in die gleiche Masche. Das heißt 1, in die gleiche Masche die zweite, 3. vierte und die 5. Masche. Und jetzt sieht man schon, jetzt haben wir hier diese Rundung. Um die Reihe abzuschließen, häkeln wir wieder 7 feste Maschen zurück. Und in die letzte Masche der Runde häkeln wir jetzt 2 feste Maschen, um auch auf der Seite eine Rundung zu erhalten. Das heißt, wir stechen ein holen uns den Faden, machen eine feste Masche und in die gleiche Masche eine zweite und schließen die Runde ab, indem wir in die erste Masche der nächsten Runde eine Luftmasche machen. Für die nächste Runde machen wir 2 Luftmaschen und häkeln diese jetzt in halben Stäbchen. Halbe Stäbchen funktionieren so, man holt sich den Faden, sticht in die feste Masche ein, holt sich den Faden hindurch, hat dann 3 Schlingen auf der Nadel und zieht einen Faden durch alle 3 Schlingen hindurch. So funktionieren halbe Stäbchen und das wiederholt man jetzt noch 6 Mal. So. In die nächsten 5 Maschen, also die hier, häkelt man jetzt jeweils 2 halbe Stäbchen, um die Rundung zu vergrößern. Das heißt, wir häkeln hier ein halbes Stäbchen und in die gleiche Masche wieder ein halbes Stäbchen und wiederholen das jetzt für die nächsten 4 Maschen. So, wenn wir das gemacht haben, häkeln wir die nächsten 7 Maschen wieder mit halben Stäbchen zurück. So, und in die letzten beiden Maschen der Runde häkeln wir jeweils wieder 2 halbe Stäbchen. Die Runde schließen wir ab, indem wir wieder in die erste Masche der nächsten Runde stechen, uns den Faden holen und eine Luftmasche machen. Für die nächste Runde nehmen wir wieder 2 Luftmaschen auf und häkeln jetzt in die nächsten 12 Maschen 12 halbe Stäbchen.
In die nächsten drei Stäbchen der Runde häkeln wir wieder jeweils zwei halbe Maschen. Jetzt häkeln wir die Reihe zurück, indem wir weitere 12 halbe Maschen machen, halbe Stäbchen machen. Das heißt, 1 wieder rein und das wiederholen wir jetzt noch 11 Mal. Und in die letzten beiden Maschen machen wir wieder jeweils 2 halbe Stäbchen. Und diese Runde schließen wir wieder ab, indem wir in die obere Luftmasche der 2 Luftmaschen von der vorherigen Runde stechen, uns den Faden holen und erneut eine Luftmasche machen. So, wir haben jetzt 36 Maschen insgesamt außen herum und schließen die Sohle ab, indem wir eine komplette Runde halbe Stäbchen häkeln, also 36 halbe Stäbchen, wobei wir aber immer nur in die äußere Schlinge der Masche stechen, um dann am Schluss diesen Rand zu erhalten. Das heißt, wir holen den Faden, stechen nur in die äußere Schlaufe der nächsten Masche, holen uns den Faden zurück und schließen das halbe Stäbchen ab. Und das machen wir jetzt für die folgenden 35 Maschen. So, wenn man die komplette Runde dann mit halben Stäbchen gehäkelt hat, sticht man wieder in die obere Luftmasche der vorhergehenden Runde ein, holt den Faden und macht erneut als Abschluss der Runde eine Luftmasche. So, wir sehen jetzt, wir haben hier schon unseren Rand ringsherum gehäkelt und häkeln nun hier die nächste Reihe, um den Schuh ein bisschen zu erhöhen. Einfach nochmal mit 36 halben Stäbchen. Also wir stechen wieder in die nächste ein und machen 36 Maschen. So, nach dieser Runde mit 36 halben Stäbchen schließen wir wieder mit einer Luftmasche ab. Wir stechen in die Masche der vorhergehenden Runde ein, holen den Faden, ziehen hindurch und haben jetzt schon die Grundlage für den Babyschuh gehäkelt. Um diese Rundung hier vorne erhalten zu können, müssen wir jetzt in der nächsten Runde Maschen zusammenhäkeln oder zusammenmaschen. Aber bevor wir das tun, häkeln wir jetzt erst einmal 2 weitere Luftmaschen und 10 halbe Stäbchen, um nach hier vorne zu kommen, wo wir dann Maschen zusammenmaschen müssen. Also jetzt erstmal 10 halbe Stäbchen. So, nach den 10 halben Stäbchen beginnen wir jetzt mit dem Abmaschen. Das funktioniert so, indem wir in die erste der beiden Maschen, die wir zusammen häkeln möchten, ein halbes Stäbchen machen. Das aber nicht ganz abschließen, das heißt, wir ziehen den Faden nur durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel, haben dann wieder 2 Schlaufen auf der Nadel, gehen in die zweite Masche, die wir zusammen häkeln möchten, haben jetzt 4 Schlaufen auf der Nadel, holen uns den Faden und ziehen ihn durch alle 4 Schlaufen hindurch. Und so mascht man Maschen zusammen. Das wiederholen wir jetzt für den Schuh noch 5 weitere Mal. Also einstechen, Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen, einstechen, Faden holen durch die nächsten 4 Schlaufen. So, wenn wir die letzten 12 Maschen dann zu 6 Maschen zusammengemascht haben, häkeln wir 13 halbe Stäbchen zurück, um die Runde abzuschließen und beenden auch diese Runde dann mit einer Luftmasche. So,
so die Luftmasche funktioniert wieder so. Wir stechen in die Masche der vorhergehenden Runde ein, holen den Faden, ziehen ihn einmal komplett durch und haben dann unsere Luftmasche. Jetzt kann man die Schuhform schon schön erkennen und macht die nächste Runde. Auch hier müssen wir wieder Maschen zusammenmaschen. Hierfür häkeln wir jetzt aber erstmal 9 halbe Stäbchen, um dann da vorne 4 Maschen zusammenzumaschen. Also jetzt erstmal 9 halbe Stäbchen. Die nächsten 8 Maschen häkeln wir jetzt zusammen zu 4 Maschen. Das funktioniert wieder so. Wir holen uns den Faden, stechen ein, holen ihn eben durch die nächsten beiden Schlaufen auf der Nadel, holen uns den Faden, stechen ein und holen ihn durch die 4 Schlaufen auf der Nadel. Das wiederholen wir jetzt noch 3-mal. Wenn wir das gemacht haben, häkeln wir jetzt 12 halbe Stäbchen zurück und haben da noch 26 Maschen insgesamt, also den Umfang. Und unser Schüchchen ist schon halb fertig. Also jetzt erstmal 12 Maschen wieder in halben Stäbchen zurückhäkeln. Und nach den 12 halben Stäbchen schließen wir die Runde wieder mit einer Luftmasche ab. Ehe wir den Schaft des Schüchens häkeln können, müssen wir jetzt noch eine Runde in festen Maschen machen, um da eine schöne Kante zu erhalten. Hierfür nehmen wir jetzt nur eine Luftmasche auf, häkeln dann 10 feste Maschen und müssen hier vorne nochmal 2 Maschen zusammen häkeln. Aber jetzt erstmal 10 feste Maschen. Das hatten wir jetzt schon öfter. Das ist einfach einstechen, Faden holen und durch die 2 Schlaufen auf der Nadel ziehen. Das jetzt noch 9-mal wiederholen. Und das Zusammenmaschen mit festen Maschen geht auch wie mit den halben Stäbchen im Prinzip. Wir stechen ein, holen uns den Faden, haben dann 2 Schlaufen auf der Nadel, holen uns wieder den Faden und ziehen ihn durch die erste Schlaufe, stechen in die zweite Masche ein, holen uns den Faden, holen uns einen Faden und ziehen ihn durch die 3 Schlaufen. Und schon haben wir es zusammengemascht. Und das macht man jetzt noch ein weiteres Mal. Das heißt, einstechen, Faden holen durch die erste Schlaufe, einstechen, Faden holen durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. Um auch diese Runde abzuschließen, müssen wir jetzt wieder zurückhäkeln und das machen wir mit 11 festen Maschen und die Runde schließen wir dann wieder mit einer Luftmasche. Und jetzt haben wir das Schüchchen soweit fertig und können jetzt den Schaft des Stiefelchens häkeln. Wir haben jetzt 24 Maschen auf der Nadel und machen jetzt 3 Runden, also die nächsten 3 Runden, mit 24 halben Stäbchen, beginnen jede Runde mit 2 Luftmaschen, häkel dann 24 halbe Stäbchen im Kreis und schließen wieder mit einer Luftmasche. So, wenn wir jetzt dann insgesamt diese 3 Runden noch mit halben Stäbchen zu jeweils 24 Maschen gehäkelt haben, möchten wir ja hier oben einen ordentlichen Rand und den bekommen wir, indem wir die letzte Runde unseres Schüchchens mit festen Maschen häkeln. Das heißt, wir machen nur eine Luftmasche und häkeln einmal komplett in 24 festen Maschen drumherum. Stechen in die Masche der vorhergehenden Reihe ein, holen uns den Faden, ziehen ihn hindurch und unser Schüchchen ist fertig. Um das Ganze noch ordentlich abzuschließen, schneidet man nun den Faden hier ab, zieht ihn komplett durch und vernäht die einzelnen Fäden. Und um noch was ganz Besonderes draus zu machen, kann man eben mit einem
andersfarbigen Wolle nochmal hier durchfädeln, ein kleines Schleifchen machen und einen Knopf als Zierde setzen. Und so schnell ist ein Babyschüchchen gehäkelt. Wir wünschen viel Spaß beim Nachmachen. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf babyzauber.com oder besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com/mein.babyzauber.